Hallihallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein paar Tipps für euch, damit es euch vielleicht weniger passiert, dass ihr eure Nagelhäutchen beim Lackieren mitlackiert. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen ungepflegt aus. Und ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nämlich entweder eure Nägel in warmem Wasser aufweichen lassen für ein paar Minuten oder ihr seid so faul wie ich und verwendet ein Produkt, welches das gleich in 15 Sekunden macht. Klingt doch nicht schlecht, oder? Es bleibt natürlich eure Entscheidung, ob ihr das Geld ausgeben wollt. Naja. Danach braucht ihr aber noch ein zweites Produkt und zwar so ein Nagelhäutchen-Rückschiebeteil. Und diese Holzstäbchen sind jetzt meiner Meinung nach nicht so zu empfehlen, weil ich habe immer das Gefühl, ich verletze mich an denen. Darum verwende ich immer diese etwas weicheren und größeren Nagel-Plastik-Nagel-Rückschiebedinger. Und das ist einfach darum, weil ihr solltet nämlich die Nagelhaut eigentlich nicht abschneiden und nicht zu sehr zurückschieben, denn sie hat eine Schutzfunktion und sie soll eigentlich vor Infektionen schützen und das ist, finde ich, eben wichtig und darum soll man die auch wirklich ganz liebevoll behandeln. Nun sind eure Nägel bereit zum Lackieren. Hier seht ihr das Video von letzter Woche. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch und abonniert doch, so seht ihr auch das zweite Video oder verpasst es zumindest nicht.